ein offenes Mikro. Ich möchte, ich hatte mich eigentlich auf noch zwei weitere Redner eingestellt, beziehungsweise sogar drei, und so ist das eben, wenn diese Personen dann mit mal auch privat unterwegs sind oder arbeitsmäßig gebunden, dann fallen sie halt als Redner aus. Aber das lässt uns ja nicht die Köpfe hängen, sondern wir sind ja deshalb hier, weil wir gemeinsam. Etwas bewegen wollen, und wir haben schon sehr viel bewegt. Unsere Anwesenheit hier jeden Montag auf dem Marktplatz hinterlässt Spuren, und Sie kennen, Sie können einfach nicht an uns vorbei. Aber die andere Seite ist eben, wir sind im Moment zwischen 150 und manchmal knapp über 200 Leute. Und das, was ich vorhin sagte, wenn die Masse es endlich begriffen hat, was in den letzten Jahren passiert wird und was in der nächsten Zeit weiter geplant ist, das ist alles gegen uns Menschen gerichtet. Und wir hatten schon mal eine Zeit, und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann immer häufig gehört, wie konnte das passieren, damals in den 30ern. Und keiner hat es verstanden. Aber inzwischen glaube ich, jeder, der hier regelmäßig montags steht, versteht, was auch damals abgelaufen ist. Und erst muss der Hunger, erst muss die Kälte und dann wirklich die Krankheit kommen, bis die Menschen ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen. Und wir sind hier, wir warten. Leute, ihr seid willkommen. Wir brauchen jeden für den Kampf um Freiheit und Frieden.